Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, dem DLC Burning Shores. Im letzten Part konnten wir den Kult, den Londra um sich aufgebaut hat, zerschlagen und die Mitglieder, naja, die harte Realität vor Augen führen. Und wir konnten sogar eine Zenith-Waffe in unseren Besitz bringen. Den Phantomhandschuh, den wir jetzt hier gerade, ja, ausgerüstet haben. Sehr interessantes Teil. Ich bin sehr gespannt darauf. Vor allen Dingen scheine ich auch irgendwie in der Lage zu sein, das Ding aufzuwerten. Wie auch immer. Ne? Eine Verbesserung scheint definitiv möglich zu sein. Vielleicht sogar mehrere. Mal schauen. So oder so werde ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen und einfach mal per Flug wieder zu Saker aufstoßen. Zu Saker stoßen, meine ich. Denn, ja, Aloy hat ihr jetzt auch endlich mal gestanden, was genau es mit diesem dringenden Bedürfnis von Londra auf sich hat, diesen Planeten zu verlassen. Warum er scheinbar Himmel und Hölle dafür in Bewegung setzt, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ja, jetzt weiß Saker nämlich auch von Nemesis, dass eine Apokalypse-Maschine, die alles Bisherige in den Schatten stellt, auf den Weg hierher ist. Und das muss sie natürlich erstmal verdauen. Verständlich. Ne? So tough sie auch sein mag, das ist erstmal. Bald fliege ich bei Tageslicht. Das ist erstmal was, das man verdauen muss. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Und deswegen wird Aloy jetzt natürlich. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Indem ich die X-Taste gedrückt halte. Die ganze Zeit segle ich hier nur durch die Gegend, wenn ich stattdessen einfach ordentlich fliegen kann. So, geht doch schon viel flotter. Okay. Naja, jetzt werden wir sie auf jeden Fall wieder treffen und dann schauen wir mal, ob sich irgendetwas, ob wir irgendetwas wegen dem Ort machen können, an den ihre Schwester gebracht wurde. Denn in der Nähe des Ortes, wo jetzt der Rest des Clans ist, der Rest der Clanmitglieder, die verschollen sind, ne? Der Ort, an dem die sich alle befinden, wird durch einen weiteren Verteidigungsturm geschützt, der wieder alles, was sich ihm unerlaubt nähert, gnadenlos niederballert. Mal schauen, wie wir es schaffen, an den Turm ranzukommen. So. Oh, das haptische Feedback von dem PS5-Controller ist mal wieder der Hammer. Einfach nur herrlich. Da ist ein Lagerfeuer. Da. Oh! Da ist sogar ein noch viel näheres Lagerfeuer. Und eine Reliktruine ist hier auch in der Nähe. Aber Hauptsache, ich habe erstmal den Schnellreisepunkt. Was mir übrigens auch, apropos haptisches Feedback, was mir auch aufgefallen ist, dass man auch haptisches Feedback von dem Controller über das Lagerfeuer bekommt, wenn man nah dran steht. Ne? Wenn ich jetzt so dastehe, dann, ja. Vermittelt das haptische Feedback des Controllers auf der linken Seite, und zwar wirklich nur auf der linken Seite von dem Controller, halt wirklich so dieses Gefühl eines Lagerfeuers. Es wird, ne, dieses Vibrieren versucht quasi so ein kleines bisschen einfach das Knacken eines Lagerfeuers zu imitieren, was schon mega krass ist. Ne? Und wenn ich die Kamera dann so drehe, dann wandert das haptische Feedback. Jetzt ist es so ein bisschen mittig beim Controller. Und jetzt ist es auf der rechten Seite. Je nachdem, wo das Lagerfeuer aus Kameraperspektive gerade ist, ne, wandert eben das haptische Feedback. Das ist so geil gemacht. Oh, es ist einfach nur der Hammer. Ich liebe das haptische Feedback. Und ich liebe auch jedes Spiel, das Gebrauch davon macht. Das ist ein Feature, davon kriege ich einfach nicht genug, wenn ich PS5-Spiele spiele. Bin ich ganz ehrlich. Ich liebe das. So, Saker. Unfassbar, das alles könnte einfach
enden. Ja, es tut mir leid, dich einfach so damit zu überfallen. Zumindest warst du ehrlich. Weil ich nicht ehrlich zu dir war. Diese Bilder, die in Laundras altem Gebäude waren? Ich habe den Stil erkannt. Meine Schwester hat sie gemalt. Sie gehört zu ihm. Zu seinen Anhängern. Ich wollte das vor dir verbergen. Oder vielleicht auch vor mir. Sie ist weg. Ich habe sie verloren. Und meinen Stamm habe ich auch verloren. Jetzt sagst du mir, dass die Welt zu Ende geht? Was soll ich mit all dem machen? Sekar. Was soll das alles? Sekar, ich verstehe, warum du mir das nicht sagen wolltest. Ist in Ordnung. Aber deine Schwester? Dein Volk? Sie gehören zu dir. Nichts wird das ändern. Du musst für sie kämpfen. Um sie vor Laundra zu retten und vielleicht sogar vor sich selbst. Und das wirst du. So bist du und genau das macht dich so... toll. Du musst das nicht allein machen, okay? Ich werde dir helfen, versprochen. Oh. Okay? Okay. Wir müssen einen Weg auf die Halbinsel finden. Zum Schwimmen ist die Strömung zu stark. Ja. Und wenn wir fliegen oder die Jolle nehmen, kriegt uns der Turm. Ich habe nachgedacht. Es gibt eine Maschine, die fliegen und tauchen kann. Den Wasserflügel. Sagtest du nicht, die Türme hätten welche davon abgeschossen? Ja. Aber wenn wir darauf sitzen, geht es vielleicht besser. Wir könnten so tauchen, dass wir den Schüssen ausweichen. Kann dein Speer einen zähmen? Nein. Zumindest noch nicht. Gibt es noch Wasserflügel? Könntest du einen finden? Es wurden ein paar gesehen, seit wir den ersten Turm ausgeschaltet haben. Ich kann mich umhören. Okay, sag einfach Bescheid. Und ich mache mich so lange an die Überbrückung. Ganz ehrlich, ich bin nicht gerade wild auf den Flug. Naja, wird ja nur ein halber Flug sein. Wohl besser. Gut. Alles gut zwischen uns. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich brauche hier etwas Hilfe. Hey, Beta? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mit Gaia meine Sonnenflügelüberbrückung für Wasserflügel modifizieren? Der Code der beiden Maschinen ist ziemlich ähnlich. Vielleicht können wir im Fabrikationsterminal ein Software-Update zusammenschustern. Aber wir brauchen Daten von einem Wasserflügel-Ballastregulator und eine intakte Flügelmembran. Bin dabei. Gaia und ich bereiten hier schon mal alles vor. Pass auf dich auf. Sekar sagte, dass es bei Flottenende früher Wasserflügel gab. Der Sinefturm, den wir zerstört haben, hat sie abgeschossen. Ich sollte nach den Teilen tauchen können. Alles klar. Ballastregulator und Flügelmembran. Damit wäre alles zwischen den beiden geklärt. Ja, hat sie natürlich, wie gesagt, schwer getroffen, aber wenigstens konnten sie noch drüber reden und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Habe ich es gerade... Tut mir leid, falls da jetzt so ein kleines bisschen... falls ich da zu viel reininterpretiert habe, aber habe ich es zwischen den beiden gerade so ein kleines bisschen knistern
habe ich da so ein kleines Knistern zwischen den beiden gespürt. So ein bisschen. Ne? Aloy, die so ein bisschen gezögert hat, um ihr zu sagen, wie toll sie ist, und wie sie kurz sich einander in die Augen geguckt haben, nachdem Aloy Saker aufgeholfen hat. Wie gesagt, vielleicht interpretiere ich da auch gerade zu viel rein. Kann auch sein. Naja. Flügel aus. Jedenfalls vorsichtig, nicht zu nah an den Turm ran. Ich sollte nicht zu nah an den Turm ran. Lieber genau. Abstand halten. Meine Reden, Aloy. Ist das hier die Reliktruine? Oh. Ich glaube, das kommt aus der Ruine. Murmelnde Höhe. Wow. Metallklammer aufnehmen. Was? Eine Metallklammer? Wow. Alright. Krass. Soll ich mal, ja. Soll ich hier mal reingehen? Ne? Auf Verdacht hin einfach. Kann ich das von hier aus scannen, die Aufnahme? Natürlich nicht. Weil die Stäbe im Weg sind, I guess. Als ob das irgendwie in dieser Situation stören würde. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber was soll's. Ich schaue mich nach weiteren Klammern um, die ich eventuell einreißen kann. Hui! Hier sind ein paar Daten. Was haben wir denn hier alles? Könnte nützlich sein. Okay. Textnachricht von AM01 Einsatzteam, Datenbeschädigung schwer. Von AM01 Einsatzteam an Ameisennest 01 alle. Betreff temporäres Zugangsprotokoll. Daten beschädigt. Eintrittsprotokolle für den Zugang zu AM01 haben die Lieferung und den Abtransport von Munitionen, die für Operation Enduring, Daten beschädigt, von entscheidender Bedeutung sind, gestört, sodass auf einen einfachen vierstelligen Zugangscode umgestellt wird. Daten beschädigt hat den Passcode zu 1315 geändert. Grüße AM01 Einsatzteam. 1315, ja. Alright. Jetzt muss ich diesen Code nur noch so lange im Gedächtnis behalten, bis ich irgendwo ein Türschloss finde, wo ich ihn benutzen kann. Oh Mann, ey. Ups. Ich hoffe, ich mache hier gerade keinen Fehler. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Okay. Also ist das hier einfach nur ein weiterer Eingang. Zur Kante fallen lassen. Vielleicht habe ich das auch, vielleicht war es auch tatsächlich komplett richtig, dass ich zuerst oben mich umgesehen habe. Oh ja. Nicht verfügbar, ist klar. Ein paar Daten sind intakt. Ha, cool. Neuer Datenpunkt. Textnachricht von Tracy Simons. Datenbeschädigung partiell. Von Tracy Simons an AM01 Einsatzteam. Betreff ausgesperrt schon wieder. Ich weiß nicht, ob euch die dünne Luft in der obersten Etage zu Kopf gestiegen ist. Aber es gibt einen Krieg. Datenbeschädigt. Die Roboter rücken den Soldaten auf. Datenbeschädigt. Und Lieferungen werden durch Eintrittsprotokolle unterbrochen. Wie viele Authentifizierungskriterien brauchen wir? Zwingt mich nicht hochzukommen. Besorgt uns einfach einen Passcode. Grüße, Tracy. War scheinbar tatsächlich genau richtig, dass wir erst einmal von oben versucht haben, hier lang zu laufen. Oder hier alles abzusuchen, reinzukommen, was auch immer. Okay, wir brauchen wieder ein Schlüsselmodul, war ja klar. Schon wieder das Energiezellenproblem, ja? Oh je. Jemand, der sich hier verbarrikadiert hat, als die Maschinen die Apokalypse heraufbeschworen haben und der jetzt langsam unter der Einsamkeit leidet.
Er sehnt sich schon so sehr nach irgendeinem menschlichen Kontakt. Oh, Hebel ziehen. Okay. Bewegt sich nicht. Ah. Okay. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass sich das Ding bewegt? Klemmt es irgendwo fest? Mal schauen. Ah, daran liegt es wahrscheinlich. Klar. Ich brauche eine Energiezelle, damit das Ding funktioniert. Irgendwie. Ich muss da hoch. Mal sehen, was hier unten ist. Hierüber bin ich wohl nicht in der Lage. Kann ich das irgendwie markieren? Diese... Ja, die Reliktruine kann ich markieren als Quest. Erkunde die Ruinen. Aber hier draußen gibt es jetzt keinen Zugang, oder? Nützlich um Farben. Noch jemand hat die Ruine gefunden. Ein Ossaram-Lager. Was? Wo? Oh. Okay. Wir haben jetzt aber keine Hinweise hier, oder? Ah, okay. Hier wäre jetzt wieder der alternative Eingang gewesen. Interessant. Boah, nee, ich werde jetzt hier nicht noch kreuz und quer durch die Gegend klettern. Ist okay. Die Lösung muss irgendwo da unten jetzt sein. Wow. Das war jetzt aber... eine Punktlandung gerade, genau in den Schacht rein. War nicht beabsichtigt, aber nehme ich gerne mit. So, also. Vielleicht ein bisschen mehr mit dem Fokus jetzt scannen. Da hinten ist ja das Schlüsselmodul, genau. Ich gucke nach irgendwelchen Interaktionsmöglichkeiten. Feuerglimmer, eine Metall, irgendeine Metallspange oder Stange, was auch immer, die ich rausziehen kann. Irgendwo hier. Warte mal. Ah, da drin ist die Energiezelle in dem anderen Zug. In den ich halt immer noch nicht... Oder, nee, die liegt unter dem Zug? Sieht so ein bisschen aus, als würde die eher da drunter liegen. Ja, löst nur leider mein Problem nicht wirklich. Wie komme ich da jetzt hoch? Was übersehe ich hier jetzt schon wieder? Wo das Schlüsselmodul ist, ist ja jetzt klar. Jetzt muss ich halt nur noch wissen, welche Aktion als nächstes durchzuführen ist. Gibt es hier irgendetwas, was ich tun kann? Nicht wirklich. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, ich kann auch an der Wand irgendwie... Wow, kein Doppelsprung ausführen. Moment. Ich habe eine spontane Idee. Ah! Jetzt bin ich irgendwo rangekommen. Ach komm. Wird das Ding hier unten automatisch abgestellt oder liegt es nur daran, dass ich mit irgendwelchen random Objekten Kontakt habe? Haha! So! Keine Ahnung, ob das die Lösung ist, aber ist mir egal. Was war das hier? Ah, Moment. Die Gleise sind nicht mehr in Schuss. Oh. Ich muss bei den Waggons aufpassen. Oh. Wäre ich doch mal ein kleines bisschen weitergelaufen da oben. Von dort aus wäre ich dann hier runtergekommen. Okay, alles klar. Damit wäre der eigentliche Weg jetzt auch klar, den das Spiel von mir wollte, aber ich habe eine alternative Lösung gefunden und das Spiel hat es zugelassen, also passt.
Moment, kann ich vorher... Ups. Kann ich vorher diese Energiezelle da mitnehmen? Nee. Die ist komplett weggeklemmt. Na gut, versuchen wir mal, den Hebel zu benutzen. Vielleicht klappt's ja. Okay, Vorsicht! Gut, dass er angehalten hat. Aha. Oh. Hab gerade kurz Uncharted-Flashbacks gekriegt. Sollte hilfreich sein. Jawohl. Sehr gut. Und dadurch, dass das Ding... Jawohl, können wir direkt hier rüber und die Energiezelle hier reinballern. Dadurch, dass der Zug jetzt schön die Position verändert hat. So, jetzt wird der hier auch ein kleines bisschen durch die Gegend gefahren, soweit es eben geht. Hallo, kann ich bitte... Oh. Das war knapp. Ja, warum zur Hölle konnte ich mich jetzt die ganze Zeit über nicht bewegen, als... Zumindest ist der Waggon nicht mehr im Weg. Als ob Aloy die ganze Zeit so still dagestanden hätte. Die wäre schon längst hier rückwärts laufend aus dem Zug gehoppelt im Notfall. Ne? Natürlich hätte sie sich eigentlich umgedreht, aber wie gesagt, im schlimmsten Fall wäre sie halt rückwärts gestolpert. Was war das denn jetzt gerade? Och ja, ich warte mal ab, ob der Zug tatsächlich jetzt mit mir zusammen runterrauscht. Ja, ja. Ne? No risk, no fun, oder was, Aloy? Was war das denn, ey? Kannst froh sein, dass das so eine Rostlaube ist und dass er in der Mitte durchgebrochen ist, dass die Gravitation dich quasi nochmal gerettet hat und das Eigengewicht von dem Ding. Was ist das? Hallo? Ist da draußen jemand? Wenn ja, wäre deine Hilfe hier sehr willkommen. Das mit dem Fremden? Aus irgendeinem Grund hält diese listige Luke mich gefangen. Okay. Halt durch! Ich suche einen Weg rein. Ich kann nicht recht verstehen, was du sagst. Aber danke, denke ich. Ha! In der Zwischenzeit warte ich geduldig auf deine Rückkehr. Die Stimme klingt vertraut. Wenn es schnell ginge, wäre das natürlich fantastisch. Doch ich warte gerne. Bis zum Ende durchzuhalten. Ein scharfer Verstand weiß sich zu beschäftigen, selbst an den schmucklosesten Orten. Zum Beispiel habe ich eine stattliche Sammlung Trümmerfragmente, die an tote Stöberer erinnern. Ich habe ein Trümmerteil, das Tank- und Funkschlepper mir aus dem Gesicht geschnitten ist. Mhm. Alles klar, du hast eindeutig viel Redebedarf. Wer weiß, wie lange du da drin steckst. Dass da überhaupt noch ein lebender Mensch drin ist, hat mich jetzt gewundert. So, Code eingeben. Ob ich hier 1315 eingeben soll? Geschafft! Ah, okay. Gilt der Code für beide Türen? Ach, guck mal, da ist schon das Ornament. Was kriegen wir hier jetzt für einen Feiertag spendiert? Ich sollte das Demo geben, wenn ich ihn wieder sehe. Kyles letzter Ball. Okay, Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Unglaublich, Big Tom Bomb ist in L.A. Und yep, diese Stadt ist vielleicht nach nicht Vegas, aber sie macht keine halben Sachen. Nach einer epischen Nacht habe ich in meiner Tasche nach einer Hydra-Pille gesucht. Aber was habe ich stattdessen gefunden? Nur die beste Katerkur aller Zeiten. Kyles letzter Ball. Habe ich wohl übersehen, als wir den Rest versteckt haben. Aber weißt du, was das bedeutet? Zugabe, Baby! Das muss ich allein übernehmen, aber ich werde die Crew stolz machen. Ich habe genau das richtige tiefe, feuchte Loch im Kopf. Okay. Oh, und Kyle, wenn du das durch einen winzigen Zufall irgendwie mitbekommst, dann möchte ich dir Folgendes im Namen von uns allen sagen. Du nervst, du Sack! Goldener Tukan, Ende. Tom. Okay. Oh. Okay, da kommt die nächste Energiezelle rein, hä? Bom. Zum Glück ist die Energiezelle auch nicht mit runtergerauscht, ey. Meine Fresse, Aloy, wie viel Glück kann man nur haben? Mal geschissen auf die Energiezelle, aber ey. Ohne Witz. Wie sie einfach nur stumpf dastand. Auf gut Glück. Ja, mal gucken, vielleicht fallen die Würfel ja zu meinen Gunsten, ne? Nee, ist klar, Mädel. Oh, Aloy, du machst mich fertig. Hallöchen. Okay.
Okay, bin unterwegs. So, zusätzliches Schlüsselmodul. Ist scheinbar tatsächlich alles, was wir brauchen. Ein Code ist, denke ich mal, nicht nötig. Sieht zumindest nicht danach aus. Na dann, Sesam, öffne dich. Noch ein glücklicher Hammerschwung für den alten... Geldun? Aloy! Meine Flammenhanora, meine Dampfleckerin, mein zweites Paar Hände. Dass wir uns nochmal unter solch vertrauten Umständen begegnen. Ha, wer hätt's gedacht? Was machst du hier? Tja, also, alles fing damit an, dass ich Echos einer höchst sonderbaren Stimme hörte, die mich zu diesem betörenden Ort lockte. Aber ich widerstand ihr. Ich wusste, dieses besondere Abenteuer musste ich teilen. Also holte ich meinen Freund Olva, der begeistert mitkam. Und wo ist er? Leider wurden wir getrennt, als wir auf dem Weg hierher in einen tosenden Sturm gerieten. Fegte mich glatt über Bord. Ich trieb in den Wellen, sicher, dass mich gleich ein Schnappmaul frisst. Aber nein, das Meer spielt den alten Gildun am Ufer wieder aus. Olva dachte zweifellos, ich wäre tot und zog weiter, wie es jeder wahre Stöberer tun würde. Ich folgte seiner Spur, soweit ich konnte, bis ich zu einer Tür kam, die sich nicht öffnen ließ. Natürlich suchte ich einen anderen Weg hinein. Da entdeckte ich einen uralten Hebel mit verführerischem Türöffnungspotenzial. Also hast du ihn betätigt? Ich habe ihn betätigt. Was? Vielleicht... rückblickend betrachtet, die Tür hinter mir verschlossen hat. Und so begegnen wir uns erneut ganz zufällig wieder. Alles klar. Meine Güte, er kann noch genauso gut reden wie vorher, ha? Krass. Ja, ich bin ehrlich gesagt allein von der Stimme her nicht darauf gekommen, wer da hinter der Tür ist, aber anhand seiner Redeart hätte ich es eventuell auch schon erraten können. Aber gut, ist ja auch ein kleines bisschen her, dass ich ihm das letzte Mal begegnet bin, also richtig begegnet bin, meine ich. Ich meine zu einer Zeit, wo ich nicht seinen gesamten Dialog geskippt habe, zwecks New Game Plus, ne? Ja, von daher auf neuesten Stand bringen, bitte. Nochmal kurz zurück. Wie kommst du überhaupt hierher? Als ich dich zuletzt sah, warst du am Damm, ganz im Norden. Als du fort warst, wanderte ich ein Weilchen herum, sah mir ein paar Ruinen an. Versuchte mich sogar an einem Damm, jenseits von Fahrlicht. Aber nichts kam unserem Abenteuer gleich. Du bist vom Banu-Gebiet bis in den verbotenen Westen gewandert? Ein Funken im Wind! So ist Gildun. Und rein zufällig stieß ich auf eine Expedition zu den brennenden Küsten. Die perfekte Gelegenheit für Kameradschaft und Abenteuer, dachte ich. Also schloss ich mich ihnen an und hier sind wir. Also, ich weiß nicht, wie du unversehrt bis hierher gelangt bist, aber schön, dich zu sehen, Gildun. Okay, ich habe jetzt noch einmal parallel so ein kleines bisschen im Internet nachgeschaut. Mir war klar, dass das kein Charakter aus dem zweiten Teil hier ist. Also kein neuer Charakter hier aus dem zweiten Teil. Mir war klar, er muss aus dem ersten Teil definitiv gewesen sein. Ich wusste nur ehrlich gesagt schon nicht mehr, dass er aus dem DLC des ersten Teils kommt. The Frozen Wilds. Ne? Er ist tatsächlich ein Charakter, der in einer Nebenmission, die man im ersten Teil, im DLC des ersten Teils, an irgendeinem Damm machen musste. Dort kam er vor. Da war er tatsächlich eingeführt worden. Ich muss sagen, ich habe gedacht, er stammt noch aus dem Hauptspiel, aber auf Frozen Wilds wäre ich jetzt von alleine, ehrlich gesagt, nicht gekommen. Krass. Ja, wie gesagt, sehr lange her. Über deinen Freund. Erzähl mir von diesem Olva. Unser Bund entstand auf dem Weg zu diesen unbekannten Küsten. Abend für Abend erzählte ich meinen Reisegefährten von meinen früheren Abenteuern. Olva lauschte allem in fasziniertem Schweigen. Als wir hier ankamen, wollten wir es gemeinsam versuchen. Sein Gesichtsausdruck, als ich ihm von diesem Ort erzählte. Nichts geht über ein neues Abenteuer in guter Gesellschaft. Nach meinem Sturz vom Boot suchte ich überall nach ihm. Ich wähnte ihn schon verloren, da sah ich sein Lager da oben. Er wird sich freuen wie ein sonnengeküsster Karja, dass ich nicht tot bin. Tja,
Ganz bestimmt. Ja gut, stimmt. Das Osseram-Lager, das draußen aufgebaut war, war ja auch nochmal so ein klitzekleiner Hinweis. Aber das hätte ja auch jeder Osseram sein können. Theoretisch auch einer hier aus dem zweiten Teil. Von daher, allein daran kann man ja nicht festlegen, welche Osserams mich hier drin jetzt erwartet hätten, falls überhaupt. Ne? Nur weil ein Osseram-Lager da draußen ist, heißt das ja nicht, dass die Osserams immer noch hier irgendwo in der Gegend sind. Kann sein, dass sie schon längst abgezogen sind. Wäre ja auch möglich gewesen. Naja, ja, aufgrund der Tatsache, dass er doch aus dem DLC stand und nicht aus dem Hauptspiel, könnt ihr meine Aussage von wegen, ich habe seinen Dialog vorher geskippt, komplett streichen, weil das New Game Plus vom ersten Teil, das ich ja offscreen noch gezockt habe, da habe ich ja natürlich nur die Hauptstory gespielt, selbst wenn ich zu diesem Zeitpunkt bereits das DLC gespielt hätte, was ich nicht getan habe. Wäre ich natürlich gar nicht in das Gebiet von The Frozen Wilds gegangen. Ich habe dann natürlich nur das Hauptspiel durchgeballert und mehr nicht. Ja, von daher, The Frozen Wilds, da habe ich dann natürlich nie seinen Dialog geskippt, weil da habe ich ja alles direkt beim ersten Mal abgehakt, als ich das DLC gespielt habe. Und ja, dementsprechend gab es da kein Geskippe seines Dialoges. Könnt ihr streichen, die Aussage von mir. Okay, Olva ist weiter drin. Also, um das klarzustellen, du glaubst, Olva hätte es tiefer in die Ruine hineingeschafft? Dank eines sehr praktischen Schachts. Naja, nicht mehr ganz so praktisch, denn er steckt jetzt voller Geröll. Gut, also, um ihn zu finden, müssen wir irgendwie durch die Tür, die du erwähnt hast. Wir? Ja, Gildun, ich suche mit dir nach Olva. Und schau, dass du nicht wieder in die Klemme gerätst. Fabelhaft, wie in alten Zeiten. Du mit deiner überraschenden und verwirrenden Art. Ich mit meinem Näschen für Gefahr und Spannung. Die Tür ist direkt voraus. Nach dir. Alter Junge, der ist viel zu gut gelaunt. Meine Fresse. Pass auf, dass dir bei deinem Lachen nicht die Freude aus dem Gesicht springt. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Kollege. Kommst du jetzt? Wie, nach wie vor wir? Okay, da ist er. Jetzt kommt er langsam angetapst. Das ist unfassbar, ey. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Hübsch hier. Ja. In der Tat. Ich hätte diese Entdeckung gerne mit Olva geteilt. Leider fiel ich ins Meer, als die Ruinen in unsere Sicht kamen. Doch stell dir meine Freude vor, als ich meine Laternen im Tunnel entdeckte. Olva hielt mich für tot und konnte sie gut nutzen. So einfallsreich. Ja, nichts gegen deine neue Hütte, aber der Innenarchitekt gehört verprügelt. Ich sag's ja nur. Braucht auf jeden Fall ein kleines Glow-up, der Ort hier. Okay, bin ich gespannt, was mich hier noch so alles erwarten wird in diesem Ort. Ein Freund im Dunkeln begibt dich zur verschlossenen Tür. Bekomme ich hier noch irgendwo eine Speichermöglichkeit oder ein Lager? Ein Treppensymbol? Ich hoffe, das ist eine Treppe, die mich eventuell nach oben führen kann. Eine Art Shortcut. Einfach nur, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich die komplette Quest hier noch in diesen Part packen kann. Einer der... Ich höre irgendwelche schweren Schritte hinter uns und ich bezweifle, dass das menschliche Schritte waren. Oh boy, das war sehr, sehr laut und sehr, sehr nah. Unangenehm. Trotzdem lesen wir erstmal das hier durch. Ödes Warten. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Wenn du meinen Ruf gehört hast, bist du fast in Sicherheit. Oder zumindest so nah wie möglich auf der sicheren Seite. Du fragst dich wahrscheinlich, ob du einer seltsamen Stimme, die aus einem Tunnel hallt, trauen kannst. Also werde ich offen und ehrlich mit dir reden. Da ich das sonst mit niemandem mehr tun kann und was soll's, wahrscheinlich existierst du eh nicht. Wir wurden zerstampft. Jeden Tag ein weiterer Schlagabtausch mit den Bots. Und dann sollten wir plötzlich evakuieren. Unverzüglich, ohne jegliche Vorwarnung. Mein Team musste den Laden schließen. Ich habe ein Inventar des Überschusses erstellt. Ich war für ein paar Minuten draußen und dann waren sie weg. Wir sollten überflüssiges Zeug zurücklassen. Nach dem Unfall und dem Ding mit meinem Bein zähle ich wohl dazu. Ehrlich gesagt werde ich meinen Trupp nicht vermissen. Sie waren nicht besonders lustig. Sie waren eigentlich das allerletzte. Aber die letzten Tage so allein zu verbringen. Ich hatte nicht die Freigabe, um die Sicherheitsmechanismen komplett zu deaktivieren. Aber ich konnte den Code zu meinem Geburtstag ändern. Der 17. Januar. Erst der Monat, dann der Tag.
Keine Sorge, du musst mir kein Geschenk besorgen. Okay, also 0117, ha? Ron. Alton hat einen Passcode hinterlassen. Er war allein hier. Er sendete die Nachricht und hoffte, andere würden kommen. Ist jemand gekommen? Weiß nicht. 0117. Und hier lauerte der heimtückische Hebel. Lass uns keine Hebel mehr ziehen. Sicher, Aloy? Na gut. Kann ich tatsächlich nicht. Wow, Alter. Dreht erstmal eine Pirouette komplett durch den Bildschirm. Nice. Hallo, ich habe schon das Leuchten gehört. So komisch das auch klingt, dass man ein Leuchten hören kann. Und hier unser scharnierbewehrtes Hemmnis. Das Finale unserer großen Tour. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst benennen soll. Das Leuchten hören. Anders kann ich es nicht beschreiben. Naja, gut. 0, 1, 1. Das war nicht. Nein. Ach so, nur drei Stellen. Ja, okay. Dann 1, 1, 7. Na, wo ist die Maschine? Endlich drin. Bröckelnder Stein, übelriechender Schimmel, ein stöberer Traum. Offenbar hat jemand versucht, den Raum dort aufzusprengen. Mit Sprengpaste hat Olva noch nie gegeizt. Mhm. Alles klar, durchsuche die Ruinen nach Olva, sperr die Tür auf. Okay, ich schau mal bei der Gelegenheit, ob eventuell... ja. Ob eventuell ein automatischer Speicherpunkt jetzt gerade gesetzt wurde. Und tatsächlich, das wurde er. Genau jetzt wurde ein automatischer Speicherpunkt gesetzt. Das ist perfekt. Das bedeutet, ich kann an dieser Stelle schon mal den Part beenden. Super Sache. Oh, Gildun. Ja komm, seine Biografie lesen wir uns auch noch einmal durch. Zur Erinnerung. Gildum Osseram Stöberer. Trotz seines Mangels an körperlicher Koordination, Gerissenheit oder Finesse ist Gildun ein bescheidener Stöberer vom Stamm der Osseram. Während sein grenzenloser Optimismus, ja, das haben wir gemerkt, das erkennt man sofort, dass er ein krasser Optimist ist. Während sein grenzenloser Optimismus andere verärgern kann, ist er durch den bloßen Glauben an seine eigenen Fähigkeiten erfolgreich. Beim Stöbern in der eisigen Wildnis des Schnitts aktivierte er versehentlich einen alten Damm und schloss sich selbst ein, als die Ruine überflutet wurde. Sein Schicksal schien düster, bis Aloy ihn fand und befreite. Gemeinsam richteten sie den Damm wieder auf und gingen mit der Geschichte eines großen Abenteuers ihren Weg. Gildun war dankbar, aber traurig, sich von seiner neuen Verbündeten zu trennen. Sein Verlangen nach Kameradschaft und Aufregung brachte ihn zusammen mit einem anderen Stöberer namens Olva zu den brennenden Küsten. Doch als sie zu einer Ruine segelten, die Gildun entdeckt hatte, kam ein Sturm auf und trennte die beiden. Erneut fand sich Gildun alleine wieder. In der Hoffnung, Olva einzuholen, machte er sich auf den Weg zur Ruine, aus der er jedoch nicht mehr herauskam. Bis Aloy auftauchte. Überglücklich, wieder mit ihr vereint zu sein, hoffte er, seine Suche nach seinem vermissten Stöbererpartner fortsetzen zu können. Und genau das machen wir ja jetzt auch. Alles klar, Leute. Dann würde ich an der Stelle für heute erst einmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.